Der Tag nach der Bundestagswahl. Was passiert nun? Wer kann mit wem? Fragen über Fragen, die auch wir noch nicht beantworten können. Aber wir können auf die Ergebnisse der Region schauen. Unsere Themen heute. Sachsen ist blau. AfD wird im Erzgebirge Wahlsieger. Kameraden sind fit. Feuerwehr probt Massenanfall von Verletzten. Und Läufer sind froh. Nachlese zum Dreitalsperrenmarathon. Glück auf bei ERZ-TV Kompakt. Beginnen wir heute etwas anders als sonst und stellen ein Thema ausführlich vorn ran. Ganz klar die Bundestagswahl. Deutschland hat gewählt und klar ist, dass nichts klar ist. Wer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, muss sich in Sondierungs- und späteren Koalitionsentscheidungen abzeichnen. Die SPD hat die Wahl gewonnen, knapp vor den Unionsparteien. Bündnis 90, die Grünen und die FDP werden aber aller Voraussicht nach mitregieren. Wenn es keine große Koalition geben soll, dann führt kein Weg an ihnen vorbei. Es bleibt also spannend. Wie hat aber das Erzgebirge gewählt? Der Blick auf die Sachsenkarte zeigt, abgesehen von den Großstädten und dem Vogtland, dominiert die AfD, sowohl bei den Erststimmen, mit denen die Direktkandidaten gewählt werden, als auch bei den Zweitstimmen, die ins Bundesergebnis der Parteien einfließen. Zwei Wahlkreise berühren den Erzgebirgskreis. Fast der gesamte Landkreis ist zusammengeführt im Wahlkreis 164 Erzgebirge 1. Nur der kleine Teil des ehemaligen Kreis Stolberg gehört zu 163 und markiert das Chemnitzer Umland Erzgebirge 2, wo auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz zu Hause ist. Es ist sein Wahlkreis. Die Ergebnisse aber sind ähnlich. Schauen wir zunächst auf die Zweitstimmen. Die Alternative für Deutschland hat hier klar die Nase vorn mit 30,6% der Wählerstimmen. Die CDU mit 19,6 hat schon einen deutlichen Rückstand. Dann folgen die SPD mit 18,1%, die FDP mit 10,2 und die Linke mit 7,6. Die Grünen bekommen im Erzgebirge gar keine Zustimmung. Bei den Erststimmen, die für die Direktmandate abgegeben werden, ist auch die AfD mit 31,7% vorn dran. Thomas Dietz hat also den Sprung in den Bundestag geschafft. Unterlegen ist CDU-Mann Alexander Kraus mit deutlichem Rückstand und 25,4% der Stimmen. Die Stimmen für weitere Kandidaten sehen Sie eingeblendet. Und in seiner Heimatstadt Lugau ist uns der Gewinner des Direktmandats im Wahlkreis Erzgebirge 1 zugeschaltet. Glück auf, Thomas Dietz, und zunächst herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, haben Sie denn damit gerechnet, dass Sachsen im Allgemeinen oder das Erzgebirge blau wird, wie Sie es ja bei Facebook orakelt hatten? Ja, also nach den Vorhersagen konnte man damit rechnen, aber mit diesem Ergebnis, mit diesem fulminanten Ergebnis habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, Sie haben 37,1% der Erststimmen im Wahlkreis bekommen. CDU-Mann Alexander Kraus hat 25,4% erhalten. Woran hat es denn gelegen, Ihrer Meinung nach, dass ein anderer als aus den etablierten Parteien die Erzgebirgsthemen jetzt im Bundestag vertreten soll? Ja, ich denke mal, die Erzgebirger, die sind jetzt von der Politik der letzten Jahrzehnte doch ziemlich müde. Und sie wollten einfach einmal eine Veränderung wählen. Und wir haben ja auch in diesem Wahlkampf alles gegeben. Wir haben fast jeden Tag auf Marktständen gestanden. Wir haben Infoveranstaltungen gemacht. Also das war wirklich ein sehr harter und aber auch sehr schöner Wahlkampf. Und ich könnte auch auf diesen Wahlständen, auf diesen Infoständen, auf den Märkten konnte ich schon erkennen, also dass die Leute viel interessierter waren als noch vor 2, 3 oder 4 Jahren. Da liegt es nun an der Mentalität der Erzgebirger, fast schon CDU-müde zu sein, ihr noch zu folgen? Also die Erzgebirger, das sind ja ein ganz besonderes Volk. Wir halten hier zusammen
Und ich denke mal, die Leute sind einfach enttäuscht von der Politik, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Ich sage nur Stichwort Rentenniveau. Viele haben mir erzählt, dass sie nach 40, 45, teilweise 50 und mehr Jahren Arbeit nur weniger als 1.000 Euro Rente haben. Also das sind so Punkte, wo man dann merkt, die Leute sind von der Politik der vergangenen Jahre einfach enttäuscht. Ja, Wahlkampf ist ja aber das eine, die Themensetzung das andere. Welche Themen nehmen Sie denn für die Region mit nach Berlin? Also zum Beispiel eine ganz große Sache ist bei uns die Jugend, die leider in die großen Städte abwandert, in die großen Ballungszentren und dann nicht wiederkommt, weil wir ein zu niedriges Lohnniveau haben. Und da muss sich was ändern. Wir müssen größere Firmen, vielleicht auch mal eine Firmenzentrale mitten ins Erzgebirge bringen. Das ist natürlich nicht von oben zu dirigieren, sondern das muss wachsen. Aber das sind so die Sachen. Wir sind ja nur eine verlängerte Werkbank im Erzgebirge und das ist leider so. Und wenn wir jetzt noch die Zulieferindustrie durch die Umstellung in der Automobilindustrie verlieren sollten, bekommen wir ja ein ganz großes Problem, was wir angehen müssen. Das ist natürlich nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie ich das jetzt gerade hier sage. Ja, weil ja die AfD im Bundestag wohl nicht mitregieren wird. CDU und SPD noch um die Kanzlerschaft rangeln und erst gar nicht mit der AfD sprechen wollen. Ist das schade oder finden Sie es gut, als starke Opposition aufzutreten? Also ich finde das eigentlich sehr schade. Wir haben eigentlich viel einzubringen in den Bundestag und wir haben im Frühjahr uns ein wunderbares Programm gegeben, was wir gerne in manchen Punkten auch in der Regierung verwirklichen wollten. Aber für mich ist es unverständlich, dass die CDU so eine Kontrahaltung zu uns hat. Das hat man aber auch leider schon im Wahlkampf gesehen. Der Herr Kraus hatte jetzt nicht viel mehr Argumente als über die AfD, insbesondere im Erzgebirge, herzuziehen. Also was ich persönlich sehr schade finde, weil ich ihm auch ein Gesprächsangebot gemacht habe, was nicht mehr beantwortet wurde. Ja, trotzdem legt man das Ergebnis auch der Zweitstimmen zugrunde, wird deutlich, dass sie eben auch von 70% nicht gewählt worden sind. Was versprechen Sie denn denen? Ja, das ist erstmal Demokratie, ist ja ganz normal. Also die ganz großen Volksparteien wie früher SPD und CDU und CSU, die teilweise über 40% geholt haben, die gibt es ja nicht mehr. Und man sieht ja, dass alle irgendwo auf dem Niveau von 20 bis 30, also da sind wir mit 32% schon sehr gut. Also ich bin jetzt, ich verspreche ja niemandem etwas Besonderes. Für mich ist jeder Bürger im Erzgebirge gleich. Und ob er mich jetzt gewählt hat oder so, das spielt für mich keine Rolle. Ich setze mich für jeden ein. Ich bin auch für jeden zum Gespräch bereit, wenn man einen Termin ausmacht im Büro dann. Also wir wollen jetzt erstmal die Büros in Annaberg und Schwarzenberg nutzen und dann möchte ich nur eins in Aue aufmachen. Dann haben wir dann hier genug Ansprechpunkte, wo wir mit den Bürgern ins Gespräch kommen können. Die nächste Landtagswahl ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ist der Ausgang dieser Bundestagswahl hier in Sachsen schon ein Vorgeschmack darauf, wie die Wahl zum Sächsischen Landtag ausgehen könnte? Also ich denke schon, also das könnte schon in die Richtung gehen, ob es jetzt so deutlich wird wie die Bundestagswahl, das lässt sich jetzt im Moment nicht vorhersagen, aber eine Richtungsweisung ist es schon. Und ich frage mich jetzt im Moment auch, ob der Herr Kretschmer Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis zieht. Es wäre eigentlich angebracht, der Herr Tillich hat vor viel weniger Wahlniederlage damals seine Konsequenzen gezogen. Das heißt also, Sie fordern Ministerpräsident Michael Kretschmer auf, den Hut zu nehmen und neue Wahlen einzuleiten? Eigentlich wäre das die richtige Entscheidung. Und er sollte auf jeden Fall die Politik seiner Partei gegenüber der AfD überdenken. Denn so wie er es jetzt gemacht hat, beziehungsweise die Bundestagsfraktion, das ist keine Lösung. Und er hat dafür auch, oder beziehungsweise die CDU in Sachsen hat auch dafür die Quittung bekommen. Da bin ich mir sicher. Sagt Thomas Dietz, gewählter Direktkandidat der AfD im Erzgebirgskreis 1. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, dort, wo es einen Gewinner gibt, muss es logischerweise auch einen Verlierer geben. 25,4% haben dem bisherigen Direktkandidaten Alexander Kraus nicht gereicht, um erneut im Bundestag zu sitzen. Auch er ist jetzt zugeschaltet. Glück auf, Herr Kraus. Ja, wie enttäuscht sind Sie von Ihrer persönlichen Niederlage als Direktkandidat, aber auch über das Sachsen- bzw. Bundesergebnis Ihrer Partei?
Also ich bin erstmal froh, dass ich deutlich mehr Erststimmen, also Direktstimmen von den Bürgern bekommen habe, als jetzt meine Partei. Das zeigt, dass es vielleicht nicht unbedingt nur an der Person gelegen hat. Aber ich konnte mich eben nicht von dem Bundestrend abkoppeln und auch von den Landestrenden, den wir in Sachsen haben. Wir haben ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren, das schlechteste, was wir in Sachsen hatten. Und insofern bin ich da auch traurig drüber, dass wir eben kein besseres Ergebnis haben. Woran liegt das denn? Ein Demokratieforscher hat ja mal gesagt, es sei kein Einzelfall, sondern es widerspiegelt die Radikalisierung in Sachsen und auch dem Erzgebirge. Stimmen Sie dem zu? Also aus meiner Sicht gibt es da mehrere Ursachen. Also für mich ist ja die Frage, warum sind wir so schwach? Das muss ja unser Ziel sein, dass wir dort wieder deutlich stärker werden. Das hat etwas mit dem Spitzenkandidaten zu tun. Die Erzgebirger, die Sachsen hätten sich etwas leichter getan, wenn ein Bayer angetreten wäre, wenn Markus Söder der Spitzenkandidat gewesen wäre. Das spielt dort mit rein. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass wir gerade im Erzgebirge eine negative Grundstimmung haben. Aus meiner Sicht viel zu negativ, was mit der Realität nichts zu tun hat. Weil wir haben im Erzgebirge Vollbeschäftigung, den Menschen geht's gut. Und ich behaupte mal ganz fest und steif, den Menschen ging es noch nie so gut wie heute. Bei allen Problemen, die wir haben und auch was das Thema Corona betrifft, sind wir relativ gut durchgekommen. Aber das konnten wir leider nicht vermitteln. Dass also diese Stimmung, die wahrgenommen worden ist, war deutlich schlechter aus meiner Sicht, als die Realität dann wirklich war. Also ein Jammern auf hohem Niveau. Ja, jedenfalls, wenn man sich die wirtschaftlichen Kerndaten mal anschaut, ist es so, dass eigentlich jeder, der im Erzgebirge arbeiten möchte, der nicht gerade krank ist, hier eine Arbeit bekommt. Das war vor 16 Jahren vollkommen anders. Dort haben wir Massenarbeitslosigkeit gehabt. Und das würde man sich natürlich wünschen, dass das auch mal gesehen wird. Und wenn man dann eine Partei wählt in einer Industrieregion, die davon lebt, dass wir exportieren, die aus der EU austreten möchte, die aus dem Euro raus möchte, also die eine vollkommen gegen die Wirtschaft gerichtete Politik macht, dann erschließt sich das mir eben rein logisch nicht. Ja, nun wird die AfD sicherlich nicht gefragt werden, ob sie mitregieren will. Was glauben Sie, passiert hier im Erzgebirge? Es wird nichts passieren. Das ist leider die Konsequenz. Der AfD-Mensch wird sich nicht für das Erzgebirge einsetzen. Es wird da wenig rauskommen. Gerade wenn ich mal gucke, was wir jetzt in den vergangenen Monaten, Jahren auch für Fördermittel organisiert haben für das Thema, ich nenne nur den Eisenbahncampus in Annaberg oder auch im Bereich Denkmalschutz und so weiter, da wird nichts passieren. Und nur mit Protest kann man keiner Region irgendwie dienen. Da kann man ein bisschen den Schreihälsen irgendwie Futter geben, aber es wird für der Region leider nichts rauskommen. Nun sagen aber die Analysten, mit Protest hat das nur wenig noch zu tun. Hat sich Ihre Partei, haben Sie sich persönlich also zu wenig Gehör verschafft oder, was man Ihnen in verschiedenen Bereichen immer wieder vorwirft, haben Sie sich zu wenig eingesetzt? Also ich kann mal für mich sagen, ich habe 80, 90 Stunden pro Woche gearbeitet. Mir ist nicht langweilig gewesen. Deswegen ist meine Familie vielleicht auch gar nicht so traurig, dass ich ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringe. Den Schuh würde ich mir sozusagen nicht anziehen. Aber was wir grundsätzlich natürlich hinterfragen müssen und wo wir auch offen und ehrlich auswerten müssen, wie es zu dem Wahlergebnis gekommen ist. Also keine Frage, das wird auch etwas Zeit brauchen. Aber wir tun als CDU gut daran, das Wahlergebnis wirklich zu analysieren. Ja, im Nachbarwahlkreis Erzgebirge 2 hat ja sogar der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz das Direktmandat nicht erhalten. Ist das irgendwie systemisch für die CDU? Naja, es ist ja nicht der einzige Wahlkreis jetzt im Erzgebirge, der verloren gegangen ist, sondern alle Flächenwahlkreise mit Ausnahme des Vogtlandes sind leider für die CDU verloren gegangen. Und insofern ist das schon ein bitteres Ergebnis für den gesamten Freistaat Sachsen. Ja, jetzt, wo Sie den Bundestag verlassen müssen, haben Sie vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Wer soll denn Ihrer Meinung nach Bundeskanzler werden? Also Punkt eins, ich gehe nicht im Groll aus dem Bundestag raus, sondern bin dankbar, dass ich das Erzgebirge 4 Jahre lang vertreten durfte. Das war für mich eine große Ehre und ich habe das sehr gern gemacht. Ich glaube, die CDU tut gut daran, wenn sie in die Opposition geht, wenn sie also dort deutlich macht, was die Unterschiede sind und dann kann sich gern eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP dran versuchen, das Land zu regieren und dann wird man sehen, was rauskommt. Okay. Und eben im Gespräch mit Thomas Dietz klagte er darüber, dass sie seine Gesprächsangebote, dass man vielleicht etwas näher zusammenarbeiten kann, nicht mal beantwortet hatten. Warum?
Also eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD kommt für uns absolut nicht in Frage. Die Partei hat sich in den letzten Jahren weiter rechtsradikalisiert. Gerade im Erzgebirge sieht man das. Dort wird engstens mit der NPD und anderen Rechtsextremisten zusammengearbeitet. Da lohnt sich sozusagen eine Zusammenarbeit auf keinen Fall. Ich bin gern für Diskussionen, bin für jederzeit für öffentliche Diskussionen, aber ich brauche keine Hinterzimmerrunden mit der AfD zu machen. Man kann gern in der Öffentlichkeit diese Fragen diskutieren und das haben wir ja auch an verschiedenen Wahlforen auch gemacht. Und wer die gesehen hat, der konnte sich, glaube ich, eine sehr gute Meinung bilden. Alles klar. Vielen Dank, Alexander Kraus von der CDU. Und wir schauen noch auf den Wahlkreis Chemnitzer Umland, Erzgebirge 2 mit dem Altkreis Stolberg. Auch hier hat der AfD-Kandidat die Nase vorn. Mike Monzek wurde direkt in den Bundestag gewählt. 28,9% erhielt er und setzte sich damit ausgerechnet gegen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, durch. Und auch bei den Zweitstimmen ein ähnliches Bild. AfD mit 27,3 vor der SPD mit 20,2%, CDU 18,1%, FDP zweistellig mit 11,1%, die Linke hat 7% eingebüßt auf nur noch 8,2% und auch hier die Grünen ohne große Zustimmung. Soweit der Blick auf die regionalen Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Unter wahlen.sachsen.de finden Sie die konkreten Ergebnisse auch noch einmal zum Nachlesen und auch grafisch aufbereitet. Die Bundestagswahl war aber nicht alles. Es gibt noch weitere Themen jetzt im Nachrichtenüberblick. Auch die Retter müssen ständig üben. Am Freitagabend um 18 Uhr wurden darum die Feuerwehren aus Schneeberg sowie der Rettungsdienst zu einem schweren Unfall mit zwei Pkw und einem Transporter gerufen. In dem Übungsszenario musste erstmal die Unfallstelle gefunden werden. Die war, wie es in der Realität ganz häufig vorkommt, nicht genau angegeben. Deswegen sollte jeder die 5W beim Notruf unbedingt angeben. Wo ist der Unfall? Wer ruft an? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Und warten Sie dann auf Rückfragen, nicht einfach auflegen. Die Unfallstelle in Schneeberg war schnell gefunden. Insgesamt gab es 10 Verletzte. 2 davon waren schwer verletzt und in den Fahrzeugen eingeklemmt. Eine Person war in dem Szenario nicht mehr zu retten. Obwohl auch der Rettungsdienst vor Ort war, musste die Feuerwehr einige Patienten selbst betreuen. So schnell konnten nicht genügend Rettungsfahrzeuge zur Einsatzstelle kommen. Ein Verletzter konnte erst gerettet werden, nachdem das Fahrzeugdach abgenommen worden war. Dennoch wurde der Patient die ganze Zeit über im Fahrzeug vom Rettungsdienst betreut. Stadtwehrleiter Danny Schindler zeigte sich zufrieden. Natürlich gäbe es hier und da noch Möglichkeiten zur Verbesserung, sagte er. Manches könnte auch effizienter sein. Aber genau dafür sind solche Übungen ja da. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Schneeberg, Neustädtel und Griesbach sowie Rettungskräfte vom ersten Einsatzzug des Katastrophenschutzes Erzgebirge zusammen mit der DAK-Bereitschaft Aue-Schwarzenberg im Einsatz. Der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen sucht ab dem 1. Januar 2022 für einen Zeitraum von 5 Jahren interessierte Kultursachverständige als Mitglieder für den Kulturbeirat. Die Berufung ist in der nächsten Konventssitzung am 3. Dezember 2021 geplant. Die ehrenamtliche Mitarbeit umfasst vorrangig die Mitwirkung bei Beschlussempfehlungen zu förderrelevanten Fragen des Kulturraumes, insbesondere die Bewertung der jährlichen Anträge auf Förderung von regional bedeutsamen Kulturangeboten. Durch diese aktive Beteiligung und neue Ideen kann die Entwicklung der größten Kulturregion in Sachsen mitgestaltet werden. Der ausführliche Aufruf und das Bewerbungsformular können ab sofort auf der Homepage des Kulturraumes unter www.kulturraum-erzgebirge-mittelsachsen.de abgerufen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 24. Oktober. Es war klar, dass nach dem absoluten Teilnehmerrekord zum Jubiläumsmarathon 2020 in diesem Jahr keine neue Bestmarke erzielt werden konnte. Auch hat Corona sicher seinen Beitrag dazu geleistet. Dennoch gab es in diesem Jahr 1.106 Anmeldungen für den Dreitalsperrenmarathon, der zeitgleich auch der Erzgebirgsmarathon ist.
Einige Teilnehmer hatten gar weite Anreisen aus Belgien, Österreich oder Tschechien in Kauf genommen. 954 Läufer kamen ins Ziel. Damit ist der veranstaltende Marathonverein Eibenstock e.V. mehr als zufrieden. Auch das Wetter passte, so ein Sprecher des Vereins. Während der Wettkämpfe kam sogar etwas die Sonne heraus. So wurde der Dreitalsperrenmarathon wieder ein Fest des Volkssportes auf höchstem Niveau. Ehrengast Waldemar Schepinski war an diesem Tag ein gefragter Mann. Mit dessen bemerkenswerten Schlichtheit zeigte er sich als Olympiasieger zum Anfassen. Der Doppel-Olympiasieger von 1976 und 1980 sprach mit vielen Teilnehmern, stand für hunderte Fotos zur Verfügung und gab viele Autogramme. Wenn man durch diese Berg- und Talstrecke gelaufen ist, weiß man, was man gemacht hat, resümierte Schepinski. Im Marathonlauf gab es mit Lokalmatador Tino Anwand aus dem benachbarten Albernau einen neuen Gesamtsieger. Mit 3 Stunden, 6 Minuten und 2 Sekunden konnte er sich gegen Ringo Straßburg von der LG Vogtland mit dem dünnen Vorsprung von 40,5 Sekunden durchsetzen. Dritter wurde Christian Jakob vom LC Auensee Leipzig. Auch bei den Damen gab es eine neue Gesamtsiegerin. Laura Lassel vom WSV Fichtach Bayronmen e.V. gewann in 3 Stunden, 37 Minuten und 28 Sekunden deutlich vor Anna Böttcher aus Dresden, die erst rund 11 Minuten später das Ziel erreichte, und Jacqueline Kaldenhof vom MW Ranners mit weiteren 7 Minuten Abstand. Der teilweise regennasse, tiefe Boden sorgte dafür, dass neue Streckenrekorde an diesem Tag außer Reichweite lagen. Beim Königsrennen der Raddisziplin über 100 Kilometer gewann Guido Assmann vom Team Bauer Werner in 3 Stunden, 32 Minuten und 19 Sekunden vor Kevin Büschel vom Team Steinbikes Vogtland e.V. denkbar knapp mit 2,5 Sekunden Vorsprung vor Mike Baumann. Auch für die einheimischen Starter gab es wieder viel Grund zum Jubel. Rundherum war viel los auf der Brettschneider-Sportstätte und dem Kleinfeld. Es gab so viele Aussteller wie noch nie. Der Flugsimulator von Fandora, das Kindersportabzeichen Flitzi vom Kreissportbund, das wieder vom Run for Balance e.V. abgenommen wurde, und die Kinderfahrradparcours waren dabei die Hauptattraktionen. Ein Nachtrag noch zur Wahl. Mit 76 bzw. knapp 78% Wahlbeteiligung haben die Erzgebirge auch 2021 fast unverändert an der Bundestagswahl teilgenommen und ihr demokratisches Recht auf Stimmenabgabe wahrgenommen. War richtig viel Information heute, stimmt's? Vielleicht zum Abschluss noch etwas leichte Kost? Machen wir mit unserer Serie Jahresringe. Jahresringe. Bäume, die ins Auge fallen. Eine Eiche wächst auf dem Marktplatz in Elterlein, die Sängereiche. Davor ist auf einer Platte an einem Stein zu lesen: Ein Hoch dem deutschen Männergesang. Verwiesen wird auf den Männergesangsverein 1838 Elterlein. Unter diesem Namen tritt der Männerchor, der zu DDR-Zeiten als Volkschor Elterlein bekannt war, seit der Wende auf. Die Jahreszahl 1988, 150 Jahre nach der Ersterwähnung des Vereins, als Aufschrift des Sängereichensteins und die Gestalt des Baumes lassen aufmerksame Marktbesucher vermuten, dass es sich hier um einen relativ jungen Baum handelt. Im Ensemble mit einem Wasserspiel und einer Bank ist an der Sängereiche Elterlein ein guter Platz zum Innehalten. Bei allem, was wir heute regional über die Bundestagswahl gehört haben, stellt sich doch die Frage, wählt Sachsen aus Protest anders? Mehrere Politikwissenschaftler meinen, nein, das sei mit Protest nicht mehr zu erklären. Rechtsextremismusforscher Oliver Decker vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung
sagte gegenüber dem MDR, es zeigt sich, dass es im Osten eine große Zahl von Menschen gibt, die in der AfD ihre politische Heimat findet. Die Interessen dieser Menschen sind offensichtlich antidemokratisch, rechtsextrem und völkisch. Andere Forscher meinen, AfD-Anhänger seien in einem gefestigten, hermetisch abgeriegelten Milieu gefangen, das sich weiter abgrenze. Für viele sicherlich hart, das so zu hören. Sie können es aber jetzt verdauen. ERZ-TV Kompakt ist für heute zu Ende und kommt am Dienstagabend mit einer Bilderreise wieder. Bis dahin, Glück auf!